this crusade is gonna take a while. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Joggler 66 Stunde der Wahrheit. Am 7. September heute Abend auf dem Weg zum Sabbat, ja, die Sonne geht so langsam unter hier bei mir, haben wir uns auf dem Freitagabend eingefunden. Das heißt, meine beiden Brüder in Christus, die ich aus Deutschland ganz herzlich zu dieser Sendung wieder einmal begrüße, Viktor, der das Buch Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schläche übersetzt hat, und Michael, der mich schon seit der Lesung von Griesinger begleitet und dessen Einwürfe ich auch sehr, sehr schätze, sonst würde ich ihn ja nicht einladen zu diesen Lesungen. Es ist immer sehr schön, mit drei Gehirnen solche Sachen zu machen, als mit einem. Hätte ich mir früher auch nie vorstellen können, dass ich meine Lesungen auf einmal mit so vielen Gästen, jetzt in diesem Moment gerade zwei, mache. Das hätte ich mir eigentlich nie träumen lassen, dass ich diese Arbeit mal mit anderen Leuten so auf diese Art und Weise teilen kann. Finde ich sehr schön. Naja, und in 9 Tagen, am 16. fangen wir ja auch an, die Lesung Romanismus und die Reformation zu machen. Das wird dann ganz spannend, weil dann sind wir 14 oder 15 in einer Gruppe. Auch ganz interessant. Aber gut, heute Abend, wie gesagt, am Freitagabend die nächste Lesung aus dem Buch Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche. Im 11. Kapitel, das getitelt ist Rexismus und katholische Aktion. Da sind wir immer noch in unserer kleinen Extra-Serie beschäftigt, weil der damalige Ratspräsident der EU oder mit anderen Worten der Präsident der Europäischen Union, Herman von Rompuy, in einem Interview gesagt hat, wir sind alle Jesuiten. Da definieren wir noch einmal, was Jesuiten sind, und da definieren wir vor allen Dingen, wen er mit wir meint. Und da kommen wir sogar auf die Tochter eines widerspenstigen Vikars oder widerspenstige Tochter eines Vikars aus der ehemaligen DDR, Angela Merkel, zu sprechen. Darüber gleich mehr, wenn wir mit der Lesung anfangen. Erstmal möchte ich gerne meine beiden Gäste begrüßen, Michael und Viktor, in der Reihenfolge, wie sie im Alphabet genannt werden. Michael als erstes. Herzlich willkommen, Michael. Schönen guten Abend. Meinerseits ist soweit alles klar und ready für die Widerspenstige und deren Zähmung. Prima. Viktor. Okay. Moin, moin, Viktor. Auch du herzlich willkommen. Ja, moin, moin allerseits. Und ja, wie immer mal wieder schön dabei zu sein. Und dann geht's von meiner Seite auch dann weiter. Genau. Keine große Verzögerung. Einleitung habe ich gemacht. Ich werde nochmal am Anfang dieses Artikels von Dirk-Jan Epping, der publiziert wurde am 10. Oktober 2012 in der niederländischen Tageszeitung Katholik Newsblatt, wo wir hier das Foto von sehen, Van Rompuy, wir sind allemal Jesuiten, ja, also Van Rompuy, wir sind alle Jesuiten. Was da veröffentlicht wurde, ich lese nochmal den ganzen Artikel vor, aber jetzt natürlich ohne Kommentar, das haben wir gestern ja weit und breit gemacht und besprochen und ausgeführt, und wir gehen jetzt in den Artikel rein, der als Anhang zu dem Kapitel 11 gemacht wurde von Viktor. Nochmals hier herzlichen Dank für die Übersetzungsarbeit. Es gibt viele Gründe, sagt der Autor Dirk-Jan Epping, Herman von Rompuy, den Präsidenten des Europäischen Rates, im Auge zu behalten. Anfang September 2012 ist das dann, sprach von Rompuy mit dem interreligiösen Dialog in Florenz. Die Weltpresse hat's nicht bemerkt, aber glücklicherweise tat es die Katholik Newsblatt aus Den Bosch, Roms letztes Sprachrohr in den Niederlanden. Die Zeitung zitierte von Rompuy mit Stolz: Wir sind alle Jesuiten. Er bezog sich auf jene führenden europäischen Politiker, mit denen er die Architektur für das zukünftige Europa entwickelt. Das schafft unzertrennliche Bindungen, also gibt es internationale Jesuiten. Nun, wer sind denn nun die Leute, von denen Van Rompuy, selbst von den Jesuiten am St. John Bergmanns College in Brüssel unterrichtet, sprach? Zuallererst gibt es José Manuel Barroso, Präsident der Europäischen Kommission. Zweitens gibt es Jean-Claude Juncker, Premierminister von Luxemburg und Vorsitzender der Eurogruppe. Van Rompuy erwähnt auch den Präsidenten der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, der im römischen Jesuitenkolleg Institut Massimiliano Massimo ausgebildet wurde. Der italienische Premierminister Mario Monti und sein spanischer Kollege Mariano Rajoy wurden ebenfalls von Jesuitenkolleginnen geformt, fügte von Rompuy fröhlich hinzu. Zum Glück gibt's Angela Merkel, die sture Tochter eines Vikars aus der ehemaligen DDR, die als Gegengewicht fungiert,
meint der Autor hier sarkastisch. Wenn man von Rompuy reden hört, werden sofort die Ähnlichkeiten der Jesuiten mit Europa deutlich. Die Jesuiten bildeten die Avantgarde der katholischen Kirche, sowie die europäische Elite die Vorhut der europäischen Integration ist. Beide stellen sich als die Elite dar, die über die gewöhnlichen Menschen erhaben ist. Ihre Methoden sind sehr ähnlich. Eine raffinierte Lüge oder zweckmäßige Täuschung ist erlaubt, wenn sie im Interesse des größeren Ziels dienlich ist. Der Zweck heiligt die Mittel. Das Motto der Jesuiten lesen wir immer und immer wieder. Ein kaum vorhandener Zynismus ist typisch für die Haltung gegenüber dem normalen Bürger, dem ignoranten Dummkopf, der innerhalb einer Demokratie vor sich selbst geschützt werden muss. Die katholischen und europäischen Eliten sind durch innere Kreise miteinander vernetzt. Der Rest ist Theater. Van Rompuy, Barroso, Monti und Rajoy sind häufige Besucher der Papstaudienzen. Es ist nicht überraschend, dass diese Mentalität Spuren in den europäischen Strukturen und Arbeitsmethoden hinterlässt. Die Europäische Zentralbank hat einen Verwaltungsrat von 23 Mitgliedern, darunter die 6 Mitglieder des Exekutivrats. Der Aufbau der Europäischen Zentralbank unterscheidet sich kaum vom Vatikan. Der EZB-Rat zählt keine Frauen, ist gegenüber einem Parlament nicht rechenschaftspflichtig. Und die Protokolle seiner Sitzungen werden klassifiziert. Die American Federal Reserve Bank, also die amerikanische Zentralbank, genauso wie die japanische Zentralbank, The Bank of Japan, müssen die Protokolle ihrer Vorstandssitzungen veröffentlichen. Die EZB spielt in der Eurozone eine zentrale Rolle und bewegt Geldmengen in Milliardenhöhe. Aber niemand weiß, unter welchen Gesichtspunkten die Bank in Frankfurt Entscheidungen trifft. Zumindest hatte der Papst einen Butler, der die Geheimnisse enthüllte. Zugegeben, Euro-Jesuiten sind intellektuell überlegen. Sie sind viel schlauer als Guy Verhofstadt, Fraktionsvorsitzender der Liberalen im Europäischen Parlament, und sein grüner, pädophiler Amtskollege Daniel Cohn-Bendit. In ihrem Buch »For Europe« schreien sie ihre Ziele aus vollem Herzen. Ein föderales Europa mit einer Regierung, mit einer europäischen Steuer und einer Armee. Das Einzige, was fehlt, ist ein Geheimdienst und ein Führer. Also ist Europa wieder da, wo die EU angefangen hat. Würde man mit diesem Hintergrundwissen ein Referendum durchführen, wären die Vereinigten Staaten von Europa auf Italien und Belgien beschränkt. Aufgrund dieser Aussage könnt ihr vielleicht verstehen, warum ich oftmals darunter ächze unter der Last von Jesuiten, die ich in diesem Land Belgien ertragen muss. Noch düsterer ist der Abschlussbericht einer Handvoll Außenminister über die Zukunft Europas. Der Bericht wird von 11 der 27 Mitgliedstaaten unterzeichnet. Eine Minderheit, unter ihnen die Niederlande. Der übliche Verdächtige, the usual suspect. Das Vereinigte Königreich, das wir heute ja bereits mit dem Brexit wissen, das nicht so europäisch ist, wie viele Leute gerne hätten, hat ihn nicht unterzeichnet. Schweden und Finnland aber auch nicht. Von den neuen Mitgliedstaaten hat nur Polen unterzeichnet. Das Fazit der Gruppe? Der Euro ist das stärkste Symbol der europäischen Integration. Naja, die vielen Rettungsaktionen und Notfallfonds, ja, die werden bequemerweise ignoriert, da sprechen wir nicht von. Einige der 11 Minister, es ist allerdings nicht so ganz klar welche, sprechen sich für eine europäische Armee aus. Eine solche Armee wird zweifellos ein Papiertiger sein, weil die Armeen der Euro-Länder infolge der Krise rasch schrumpfen. Jetzt kommt aber der Hammer. Überraschend gibt Griechenland, das Land, von dem seit Jahren in 2018 angenommen wird, dass es als erstes aus der sogenannten EU rausfliegen könnte, zumindest für die Leute, die glauben, dass es sowas gibt, die geben am meisten pro Kopf für ihr Militär aus. Kein Geld, um sich den Hintern abzuwischen, kein Geld, um sein Volk zu ernähren und alles, was sie haben, verkaufen, aber Geld fürs Militär ausgeben. Mehr pro Kopf als jedes andere europäische Mitgliedsland. Da muss man doch mal erlaubt sein, sich zu fragen oder mal die Frage in den Raum zu stellen. Deswegen habe ich ja glücklicherweise zwei Gäste hier, die die Frage beantworten können. Wie
dumm sind eigentlich die Völker Europas, wenn eine solche Sache offiziell bekannt ist, weil der Epping schreibt das hier in seinem Brief, aber das kann sich ja jeder raussuchen, wofür Griechenland sein Geld ausgibt. Das ist ja kein Geheimnis, doch nicht in der Zeit, wo wir so vernetzt im Internet 2018 leben. Und wir stopfen denen das Geld in den Rachen fürs Militär? Habt ihr da vielleicht mal eine Bemerkung zu, meine Lieben? Tja, dann springe ich mal in die Bresche. Mit dem Militär selber habe ich jetzt nicht so die absolute Erklärung für, aber es ist halt so, in Griechenland haben wir eine ganz hohe Arbeitslosenquote und ich könnte mir vorstellen, dass es eine vom Staat gewollte Arbeitsbeschaffungsmaßnahme ist, halt viele Leute da halt dementsprechend zu rekrutieren. Naja, ich weiß nicht, ob das Geld wirklich für Löhne und Gehälter ausgegeben wird, als nicht mehr für Waffen und Waffensysteme. Würde ich bei Militärausgaben mal eher zu tendieren. Ja, wie gesagt, ich bin da nicht im Film, was die Militärausgaben von Griechenland jetzt betrifft. Aber es ist halt in den südlichen Ländern ja halt so, dass die Jugendarbeitslosigkeit und deswegen auch die Perspektivlosigkeit recht hoch ist. Ne? Das ist richtig. Und da wir ja in der Bundesrepublik Deutschland ja auch die allgemeine Wehrpflicht seit ein paar Jahren nicht abgeschafft, aber immerhin ausgesetzt haben, ist es halt für viele perspektivlosige Menschen halt durchaus ein Arbeitgeber. Und das wär also meine erste Idee. Ich stimme dem zu, nur du weißt genauso gut wie ich, dass die Personalkosten und sicher bei dem normalen Fußvolk im Militär die geringsten Kosten sind. Sondern die Unterhaltskosten von militärischen Einlagen, die Anschaffungskosten von Flugzeugen, von Schiffen, von Panzern und anderen Fahrzeugen ist natürlich ein viel höherer Teil. Plus die ganzen Waffen, Raketensysteme, Abwehrsysteme, Radarsysteme, Technologie und so weiter und so weiter. Das spielt ja eine viel größere finanzielle Rolle. Und ich glaube, wenn der Epping hier vom Militär spricht, dann meint er hauptsächlich das. Aber du hast natürlich einen Punkt damit, dass Leute in solchen Ländern vielleicht gerade leicht ins Militär reingezogen werden. Ja. Ja, so machen wir so, die Bereitschaft da, sein Land zu verteidigen, ist vermutlich da höher als hier in den Ländern, wo doch ein bisschen mehr, ich darf jetzt mal den ehemaligen Außenminister Guido Westerwelle zitieren, wo hier die spätrömische Dekadenz herrscht. Ja, ich gehe sogar so weit, um zu sagen, dass in Ländern, wo vollgefressene Bäuche und voll indoktrinierte Köpfe die Mehrheit der Bevölkerung darstellen, die Verteidigung eines Landes auf einem niedrigeren Wunschniveau der Bevölkerung steht als in Ländern wie zum Beispiel Griechenland. Um es mal noch krasser auszudrücken, als du es gerade getan hast. Ja gut, die Bevölkerung kann sich irgendwann auch nicht mehr verteidigen, weil die halt gar nicht gelernt haben, was so die Basics sind. Ne? Mhm. Ich meine, die Kiddies kennen ja Notsituationen nur vom Computerspiel und als wir diese Woche in Nordrhein-Westfalen hier einen Probesirenenalarm gehabt haben, da waren viele Leute dann so ziemlich genervt. Ach, was soll denn der Scheiß? So nach dem Motto. Ne? Und ohne drüber nachzudenken, dass im Ernstfall sowas Leben retten kann. Ne? Aber die Leute möchten halt einfach nicht in ihrer Luxusbehaglichkeit gestört werden. Ne? In ihrer Komfortzone. Ja. Hat Victor da vielleicht auch eine Meinung zu dem gerade eben vorgelesen oder eventuell über die Militärausgaben in Griechenland? Ja, also ich könnte, also mein Erklärungsansatz geht dahin, dass wir im Laufe der Lesung ja erfahren oder gelernt haben, dass ja Kooperatismus, bin mir jetzt nicht ganz richtig, aber ich glaube, du weißt, welches Wort ich meine. Kooperatismus, ja. Ja, genau, dass das die Verschmelzung von Unternehmen und Staatsmacht ist. Na, Faschismus ist die Verschmelzung von genau. Staatsmacht und Kooperatismus, also von der Wirtschaft und dem Staat, ja. Das genau, zu sagen. Richtig. Und da wir in der Europäischen Union leben und das alles ja auch heutzutage so miteinander verflochten und vernetzt ist, könnte ich mir auch einfach gut vorstellen, dass in gewissermaßen ja, also Rüstungsfirmen einfach einen Abnehmer gesucht haben und den haben sie anscheinend in Griechenland gefunden. Ne? Es ist ja häufig auch so, dass diese Rüstungsgüter ja importiert werden und ich denke, da sind die Deutschen an sich wohl auch ganz gut vorne mit dabei, so auf die Welt bezogen. Im Export, ja. Ja, und beziehungsweise in der Herstellung auch, ne? Und ja, das ist die Folge von der Herstellung, der Export. Genau. Und
Die stellen deswegen ja auch Dinge her, die sie offiziell selber gar nicht gebrauchen dürfen. Nee, wir stellen ja auch Dinge her, die ja selbst bei uns verboten oder nicht auf den Markt vertrieben werden dürfen, aber das tun wir dann halt woanders auf der Welt, ne? Weil wir haben ja ein ganz reines Gewissen. Naja. Stopp, die dürfen nicht in Krisengebiete. Naja, und wer bestimmt, ob es Krisengebiete sind, Michael? Ja, genau. Zwei Schlagersänger, die mir einfallen. Peter Kraus und Peter Maffay. Nee, war Spaß. Na, ja, okay. Dass wir da auch so eine Verschmelzung halt sehen, ne? Ja. Also könnte ich mir auf jeden Fall das als so erstmal das Naheliegendste mir so erklären. Gut, dann lesen wir mal weiter. Ich fand das auf jeden Fall schon mal eine schöne Bemerkung von dem Autoren hier, um zu sagen, dass ausgerechnet Griechenland das meiste für sein Militär ausgibt, wenn man das auf die Pro-Kopf-Bevölkerung umrechnet. Aber Griechenland hat das hier überhaupt nicht unterschrieben, worum es geht. Kurz gesagt, diese 11 Minister sind wie eine desorientierte Fußballmannschaft, die nur noch in der Lage ist, ins eigene Netz zu schießen. Was würde den Euro-Jesuiten das würde den Euro-Jesuiten niemals passieren. Ihr Bericht zu einer echten Wirtschafts- und Währungsunion besteht nur aus Bausteinen und Vorschlägen. Der Bericht schlägt vor, ein europäisches Einlagensicherungssystem einzuführen. Damals, 2012, war der europäische Stabilitätsmechanismus noch nicht eingeführt. Ich gehe also davon aus, dass das in diesem Bericht vorgeschlagen wurde. Nichts Dramatisches, sagt der Elbinger, dann hat er den ESM nicht gelesen, wenn er das nicht dramatisch findet. Es ist nur ein Vorschlag, ja? Juncker, den wir ja auch gerade eben gelernt hatten, der einer von den Jesuiten ist, die Van Rompuy hier so gerne zitiert. Der Juncker sagt, wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, ob was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter. Oder mit anderen Worten, wir gehen zwei Schritte vor, dann einen Schritt zurück. Dann zwei Schritte vor und einen Schritt zurück. Wer gerne ein paar von diesen Zitaten von dem Jean-Claude Juncker sich im Internet angucken möchte, für den verlinke ich hier die PDF-Datei, von dem ich unter anderem dieses Zitat geholt habe. Er hat noch ein paar andere, ich sag mal wirklich, wie sagt man das da, Bullen geschossen oder wie sagt man das, oder irgendwas abgeschossen, wie nennt man das im Deutschen, wie diese Sprache. Den Vogel, er hat da noch ein paar andere Vögel abgeschossen, aber das ist ja nur eine Aussage, die viele Leute bereits kennen. Ja? Nichts Dramatisches, nur ein Vorschlag, wir schlagen das vor und wenn nichts passiert, kein großes Geschrei, ja, dann machen wir weiter. Und genauso ist es gekommen. In einer schmerzlosen Wortarbeit werden die Bürger in einen über sie hinausgehenden Denkprozess hineingeformt. Versteht ihr das? In einer schmerzlosen Wortarbeit, also in irgendwelchen Papieren, die veröffentlicht werden, sei es über Zeitungen, Zeitschriften, sei es aber auch über zum Beispiel sogenannte Fernsehnachrichtsendungen oder was in der Richtung, über solche schmerzlosen Wortarbeiten werden die Bürger in einen über sie hinausgehenden Denkprozess hineingeformt. Sobald die Bürger dann erkennen, was diese Bausteine bedeuten sollen, sind sie bereits darin gefangen. Was früher Vorschläge waren, werden auf einmal vollendete Tatsachen sein. Und diejenigen, die dagegen sind, werden als unvernünftig und widerspenstig bezeichnet. Ja, als Populisten und Neusprech, Nazis und Terroristen etc. ähnliche Dinge tituliert und verunglimpft. Weil man sich vielleicht ein wenig dagegen wehrt, mit dem Strom zu schwimmen, sondern lieber probiert, gegen den Strom zu schwimmen. Ja? Diejenigen, die dagegen sind, werden als Populisten, als Nazis und als Terroristen bezeichnet. Kommentar. Bitte. Gibt ein kurzes Sprichwort, dessen Quelle mir jetzt nicht bekannt ist, aber das heißt, wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf. Ja, das kenne ich auch. Finde ich sehr schön. Das ist richtig. Und wir hatten ja bereits gelernt, wo wir gemerkt hatten, dass in der Weimarer Republik eine große Koalition gab, vor dem Dritten Reich, dass eine große Koalition eben oftmals das Sprungbrett eben genau für eine solche Diktatur ist.
Und da kann sich ja jeder an die eigene Nase fassen, ob er begreift, wo wir heute in 2018 sind, ne? Unterdessen hat der nie gewählte Premierminister Monti angekündigt, eine europäische Kampagne gegen den Populismus zu starten. Van Rompuy, der ebenfalls nie gewählt wurde, gab ihm sofort seine Unterstützung. Monti hatte zuvor erklärt, dass die nationalen Parlamente den europäischen Staats- und Regierungschefs nicht im Wege stehen sollten und verwies damit auf den Deutschen Bundestag. Sie müssen erzogen werden. Jesuiten führen die Menschen, die wiederum folgen sollen. Was ist Populismus für sie? Es ist der Ignorant, der sich weigert zu folgen. Die wütenden Griechen, die protestierenden Spanier, die besorgten Deutschen und die eurokritischen Niederländer. Ein Europa mit einer so elitären Mentalität braucht eine Reformation. Aber das ist etwas, was die internationalen Jesuiten absolut verabscheuen. Was für ein nerviger Populist er war, dieser Martin Luther. Und damit endet der Artikel von dem Epping aus 2012. Und wir werden erstmal dieses Gesicht hier wegwischen von dem Van Rompuy. Und dann werde ich mir ein anderes Bild suchen und dann werden wir mit der Lesung fortfahren. Hat einer von euch beiden vielleicht noch einen Kommentar abschließend zu diesem Anhang? Außer ich, dass ich mich ganz herzlich dabei bedanke, bei Viktor, dass er das hier übersetzt hat für uns. Ja, gerne doch. Also ich habe noch eine Sache. Stand jetzt Juni 2018 besteht der EZB-Rat auch aus zwei Frauen. Aha. Nur das nebenbei. Okay. Irgendwann kommen dann vielleicht auch Priesterinnen in die römisch-katholische Kirche. Ne? Oder Transgender. Ja, es gibt ein neues Geschlecht bestimmt. Ja, eins. Ich habe gehört, es gibt hunderte von Geschlechtern. Man kann sich jeden Tag ein neues aussuchen. Wie manche Leute sich jeden Tag eine neue Unterhose aussuchen, kann man sich auch ein neues Geschlecht aussuchen. Das passt dann ja auch zusammen. Das passende Geschlecht zur passenden Unterhose. Ne? Ja. Okay, die EZB hat sich dann in der Hinsicht liberalisiert, sagen wir mal. Nun, wir sind hier mit der Fußnote zu dem Anhang in dem Kapitel gegangen und wir fangen dann nochmal eben in dieser, unten auf Seite 2 in dem Kapitel an, unsere Buchlesung heute fortzusetzen, um wieder reinzukommen. Es ist wichtig, sagt der Autor, die Gründe für diesen Wunsch, alle katholische Politik vor Hitler abzuschaffen, in ganz Europa zu betonen. Eine Aufgabe, die die Jesuiten seit vielen Jahren sehnlichst und sehnsüchtig erwartet hatten. Tja, was hatten wir denn gerade eben in unserem Anhang gelesen? Ja, haben wir da nicht genau dasselbe gelesen? Hieß es da nicht gerade, sie müssen erzogen werden, die Jesuiten führen die Menschen, ja? Das ist etwas, was die internationalen Jesuiten verabscheuen, eine Mentalität innerhalb der Personen darin. Ja, das ist genau das, was wir hier jetzt gerade eben lesen. Na? Es ist wichtig, alle katholische Politik vor Hitler abzuschaffen, in ganz Europa zu betonen. Eine Aufgabe, die die Jesuiten seit vielen Jahren sehnlichst und sehnsüchtig erwartet hatten. Wie bereits erwähnt, waren die alten katholischen Parteien eng mit den liberalen Verfassungen der Staaten verbunden, in denen alle Parteien und Religionen frei nebeneinander existieren konnten. Darüber hinaus prägte die Ideologie des liberalen demokratischen Staates mit seinen Prinzipien religiöser und rassistischer Toleranz die politische und soziale Auffassung dieser katholischen Parteien. Die Verbrüderung des weltlichen Klerus mit den Laien, also den des Nichtklerus in diesen politischen Parteien förderte den Geist der Toleranz oder Kompromisse gegenüber der traditionellen Intoleranz des katholischen Dogmas. Was ist das katholische Dogma? Das vom Konzil von Trient, das 1563 endete mit 125 Flüchen gegenüber den Protestanten. Andererseits, fährt der Autor fort, ist auch zu bedenken, dass die beiden katholischen Parteien, nämlich die Zentrumspartei und die Bayerische Volkspartei in Deutschland,
wegen ihrer engen religiösen Verbindungen zur katholischen Kirche in Deutschland auf heftigen Widerstand des protestantischen Teils der Bevölkerung gestoßen waren. Als Konsequenz drohte, durch das Fortbestehen dieser Parteien das Ziel der katholischen Aktion zu kompromittieren, die darin bestand, Deutschland als Instrument für seine Gegenreformation zu nutzen, also Deutschland gegen sich selbst zu kehren und seine eigene Kultur abzuschaffen. Leo der 13., wie wir uns erinnern, das Schwert der katholischen Kirche, wie wir eher in diesem Buch gelesen haben. Es war daher notwendig, dass sich die neue katholische Politik als eine nationale Bewegung tarnte. Sieht irgendjemand da Vergleiche mit 2018 und dieser Alternative für Deutschland-Partei? Ja? Ich meine, ich will jetzt gar nicht irgendwie eine Diskussion angehen, wo ich die in irgendeine Lager dränge, rechts, Mitte oder links, das ist mir vollkommen wurscht, in welches Lager die gedrängt worden. Aber wenn wir hier lesen, in einem Buch, das 1942 veröffentlicht wurde, dass es damals notwendig war, diese neue katholische Politik als eine nationale Bewegung zu tarnen, dann kann ich nicht anders als daran denken, dass das mit der AfD und einer sogenannten Alternative für Deutschland auch nichts anderes auf sich hat. Und die sich dann als einzige Partei, die die Nation als Ganzes repräsentiert, zeigt. Das probiert die Alternative für Deutschland doch, oder? Was ist denn eure Meinung dazu, meine Brüder? Sie hat die Farbe blau. Ja? Nein, im Endeffekt ist es so, dass die AfD eigentlich eine Zentrumspartei ist. Das heißt, sie steht da jetzt weder extrem links noch extrem rechts, meiner Auffassung nach. Deswegen hat die ja so einen Wählerzuspruch. Und meiner Meinung nach ist es halt alles so kalkuliert. Das habe ich heute noch in vielen Kommentaren auf einer gewissen Internetseite noch nachverfolgt. Und ich kann mir halt durchaus vorstellen, dass man halt nur eine extreme Politik seitens der Altparteien fahren muss, um halt das in Anführungsstrichen gemeine Volk in einer neuen Partei zu versammeln, und dann geht das ganze Spiel halt wieder von vorne los. Denn wir haben ja gesehen, dass in einer nicht existenten Demokratie Parteien zu wählen sowieso nur ein Freizeitvergnügen ist. Ne? Wir geben ja nicht umsonst unsere Stimme in der Urne ab. Und ich sage einfach mal, die Möglichkeit auf parteipolitischer Ebene etwas in Deutschland zu erreichen, es geht ja sowieso gegen Null, wenn man sich die Verhältnisse in Deutschland überhaupt geschichtlich und aktuell mal anschaut. Von daher werden wir sowieso von anderen Dingen geleitet, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, wir haben ja letzten Endes immer schon eine Mission gehabt, und das ist halt diejenige, dass wir Deutschen immer extrem gewesen sind, entweder in jeglicher Form. Also irgendwie scheint Deutschland ja wirklich da provokant eine Nummer spielen zu müssen. Schau mal, die Reformation ist von England und von Deutschland später ausgegangen. Ja, über Martin Luther, über den Buchdruck, über die Bibel. Und jetzt mittlerweile ist Deutschland komplett auf 180 Grad gedreht, und jetzt ist Deutschland eigentlich der Motor der EU. Ja, also es ist eigentlich, für mich ist das halt völlig der Rückwärtsgang. Das wäre mein Kommentar dazu. Ja, ich habe mir hier gerade zu dem, was du sagst, ein Zitat rausgesucht, das Napoleon zugeschrieben wird. Es gibt kein gutmütigeres, aber auch kein leichtgläubigeres Volk als das Deutsche. Keine Lüge kann grob genug ersonnen werden, die Deutschen glauben sie. Um eine Parole, die man ihnen gab, denk mal an Amerika, Change! Yes, we can! Sind die Deutschen ja auch nicht viel anders. Um eine Parole, die man ihnen gab, verfolgen sie ihre Landsleute mit größerer Erbitterung als ihre wirklichen Feinde. Ja? Dieses Zitat wird Napoleon zugeschrieben. Und ich meine nicht, dass er so verkehrt liegt mit seiner Auffassung. Und hier, in diesem letzten Absatz, den ich gerade vorgelesen habe, lernen wir, Deutschland als Instrument für die Gegenreformation zu nutzen. Mit anderen Worten, ja, das ist die Konsequenz, die hier droht. Die Reformation kam aus Deutschland. Wenn ich dann Deutschland als Instrument gebrauche für die Gegenreformation, dann hetze ich gegen die eigenen Leute auf. Da passt mir doch dieses Sprichwort von Napoleon wie die Faust aufs Auge. Kanntet ihr das schon? Mir war es bekannt, ja. Ja, mir auch. Na, nichts Neues unter der Sonne, wa? Ist ja auch schon 200 Jahre her. Naja, das heißt ja nicht, dass es jeder kennt, ne?
gibt sicher ein paar Zuschauer, die haben das noch nicht gehört. Denke ich mal so. Aber das bezeugt ja auch nur so ein bisschen, dass damals schon offensichtlich dieses Niveau der, ja, des allgemeinen Kadavergehorsams wohl offensichtlich schon sehr ausgeprägt war. Ne? Weißt du, was die Deutschen von ihrer Kultur beraubt? Das Gutmenschentum. Ja, jeder will nur noch ein Gutmensch sein. Ja? Jeder will jedem nur noch gut tun. Kompromisse. Ich meine, lass uns doch mal ehrlich sein. Michael erinnert sich da noch dran. Wenn wir zurückgehen in die Lesung von Griesinger, da haben wir ja gelernt, dass im 17. Jahrhundert und auch zum Ende des 16. Jahrhunderts es viele Plätze in Deutschland gab, wo der Protestantismus vorherrschte, aber wo die Protestanten es ohne Probleme erlaubt haben, den Katholiken unter ihnen zu weilen, unter ihnen zu leben. Sie haben sich sogar miteinander vermischt. Ein protestantischer Mann hat zum Beispiel eine katholische Frau geheiratet und die Kinder wurden dann teilweise protestantisch, teilweise katholisch erzogen. Das ist doch alles nur möglich wegen dieser Kompromisse, wegen dieser Gutmenschendenkerei. Niemand steht mehr für sich selber. Und noch viel wichtiger, und das ist das Allerschlimmste, niemand steht noch recht für Jesus Christus. Da geht es doch im Grunde drum. Wir sind immer nur beschäftigt mit diesen Klein-Klein, diese Nation gegen die Nation und der gegen den, diese Straße gegen diese Straße, diese Stadt gegen diese Stadt. Das wird dann übertragen in Sport, in Fußball, Handball, Hockey, was weiß ich nicht alles. Oder auch ländermäßig oder auch weltmeisterschaftmäßig, olympiademäßig. Es ist immer dieser Streit, immer der gegen den und der gegen den. Aber niemals, dass man noch jemand für Jesus Christus einsteht, wie er für uns eingestanden ist. Ich meine, der kam auf diese Erde, um ans Kreuz zu gehen, für uns. Nicht für sich selber, sondern für uns. Ja? Und das ist eine Mentalität, die sollten die Deutschen mal wieder aufnehmen. Ich kann mich daran erinnern, als ich dieses Video damals aufgenommen hatte, jetzt vor knapp 3 Jahren, Deutschland erwache, das ja jetzt inzwischen auf meinem Hauptkanal komischerweise gesperrt ist, wegen dem Titel, weil es ja nun nichts Schlimmes dabei, über die Reformation und den Geist der Deutschen im 16. Jahrhundert zu sprechen, denke ich mal. Komischerweise ist das Video auf meinem Zweitkanal auch veröffentlicht und da ist es nicht gesperrt, da hat es aber auch nur 70 Aufrufe anstatt 3000. Vielleicht ist das das Problem. Zu viele Leute, die es angucken. Aber ich kann mich daran erinnern, als ich damals dieses Video machte, dass ich eben von dem Geist der Deutschen sprach, von dem Reformationsgeist damals und eben auch von dem Geist in Jesus Christus, dass sie damals, nicht jeder natürlich, aber dass Deutschland im Allgemeinen damals versucht hat, sich zur Bibel zu wenden, zu Jesus Christus zu wenden und all diese anderen Fremdherrschungen und alle Dinge abzuschütteln. Und sich frei zu machen von dem Joch von Rom und lieber das Joch auf sich zu nehmen, von dem Jesus Christus sagt, komm zu mir und nimm mein Joch auf, weil meine Last ist leicht. Ja, so ungefähr hat er das zumindest gesagt. Ich kann das in Englisch, kann ich das besser zitieren, aber ihr versteht schon den Sinn und so steht es in der Bibel drin, das könnt ihr gerne mal nachschauen. Und das ist eigentlich der Gedanke, den ich gerne bei den Deutschen wieder wachrufen wollte, damals und auch heute noch wachrufen möchte. Den Gedanken der Reformation, um zurückzukehren zu biblischen Standpunkten, dass wir nicht an diesem Theater, wie es ja auch in dem Artikel von dem Dipping geheißen hat, wo er sagte, alles andere ist nur Theater, dass wir uns nicht von diesem Theater ablenken lassen, sondern dass wir zurückfinden zu unserem Meister, dem einzigen Meister, den wir haben sollten, Jesus Christus, der aus Liebe zu uns, für uns am Kreuz gestorben ist und all unsere Schuld, die uns normalerweise in die Hölle schicken würde, auf sich genommen hat, dass wenn wir ihn akzeptieren, dass wir durch ihn errettet werden und das ewige Leben geschenkt bekommen. Das ist ein Geist, den ich wieder aufwachen möchte. Und vielleicht hilft das mit dieser Buchlesung hinter den Diktatoren, weil ich hatte ja letztes Mal, glaube ich, oder vorletztes Mal die Sendung angefangen, nee, letztes Mal war es, glaube ich, ne, mit der E-Mail von der einen Person, AD oder sowas hieß der, glaube ich, der gesagt hätte, dass er durch diese Lesung zur Bibel gefunden hat und zu Jesus Christus. Leute, bitte, nehmt euch an dem ein Beispiel. Ja? Sucht die Wahrheit da, wo sie zu finden ist, nämlich nur im Wort Gottes, in der Bibel. Und macht nicht mit an diesem Theater. Und vor allen Dingen, zerstört euch nicht selber. Wie der Autor das hier sagt, Deutschland als Instrument für seine Gegenreformation zu nutzen, das heißt, ich
sorge dafür, dass ich die Bevölkerung gegeneinander ausspiele. Genau das, was sie damals im Sezessionskrieg in den Vereinigten Staaten im 19. Jahrhundert, 1861 bis 65, getan hatten, mit dem sogenannten Bürgerkrieg. Ja? Die Leute gegeneinander aufgehetzt haben. Das wollen sie hier auch machen. Lasst das nicht passieren. Schaut durch deren Strategie, schaut durch deren Spiele. Und wenn man jetzt heutzutage sich in Deutschland angewidert, was ich ja verstehen kann, angewidert abwendet von den herrschenden Parteien CDU, CSU, SPD, Grüne, um jetzt mal eben die vier mächtigsten zu nennen, dann ist nicht das Heil zu suchen in einer neuen Partei, die sich als eine nationale Bewegung tarnt, sondern dann ist das einzige Heil zu suchen in der Bibel, in Jesus Christus. So, und wenn ihr beiden jetzt keine Bemerkungen habt, dann lese ich weiter. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ihr was habt, ne? Ja, Michael. Ich hab was. Prima. Naja, das Problem ist, die jungen Leute verstehen unter Bürgerkrieg halt heutzutage McDonald's gegen Burger King, ne? Ja. Ich wollte ganz kurz einhaken auf dein Gutmenschentum, auf deine Bemerkung zum Gutmenschentum. Mhm. Ich denke, es hat halt sehr viel mit Egoismus zu tun und damit halt mit der Gegenseite von Christus, eben sich gar nicht um das Schicksal anderer direkt zu kümmern, sondern eigentlich nur von seiner eigenen Haustür zu kehren und für sich ein großes Stück vom Kuchen rausschneiden zu wollen und dann halt mit diesem sogenannten, mit dieser sogenannten Toleranz zu glänzen. Ich halte einfach Dekadenz für essentiell dafür, denn wenn ich für alles und jeden Verständnis habe und Kompromisse mache, dann brauche ich mich ja gar nicht zu informieren. Ich brauche auch keinen Standpunkt zu haben. Für mich ist ja alle sind ja alle Standpunkte gleich. Ja, und das ist für mich eine Art von geistiger Faulheit. Ja, wenn ich so viel Kompromisse mache, wie du gerade sagst, dass ich mich mit allem und jedem einverstanden erkläre, dann verliere ich ja mich selber. Ja, aber die Leute sind ja halt einfach gar nicht auf irgendwelche geistigen Fähigkeiten oder geistigen Dinge programmiert, sondern nur auf den Erwerb von materieller Befriedigung. Ja, da ist ja die neue Küche mit dem Ceranfeld und der neue BMW mit Biturbomotor ist ja viel, viel wichtiger als eine spirituelle Erkenntnis oder halt überhaupt sich mal Gedanken zu machen, warum man überhaupt in dieser Existenz verweilt. Die Leute sind ja halt zugekleistert mit Geiz ist geil und mit ich muss mehr haben als mein Nachbar Ideologie und dieses Gutmenschentum, da versuchen sich halt einfach die Leute zu profilieren und viele verdienen sich da halt eine goldene Nase dran, die in karitativen Berufen unterwegs sind und jetzt mittlerweile ganz, ganz großer, ganz große Bewegung auch in den Hochschulen stattfindet, meines Erachtens nach in Richtung Sozialberufe. Ja, weil ja ganz viele Menschen mit ganz vielen Problemen mittlerweile auftauchen in Deutschland. Und deswegen passen sich Leute lieber eine Situation an, als sich da wirklich selber Gedanken drum zu machen und einen eigenen Standpunkt zu beziehen. Denn die Menschen sind halt einfach wirklich meistens doch diejenigen, die mit dem Strom schwimmen, weil sie halt einfach recht bequem sind. Und das sehe ich halt einfach als Problem. Ich kann immer zu allem brauche ich keine Meinung zu haben, mich nicht zu informieren, halt weiter vor meinem Fernseher sitzen zu bleiben und draußen um das Wetter zu reden. Ich kann jedem beipflichten und ich bin mit allem gut Kind und keiner ist böse auf mich. Und deswegen funktioniert diese Masche auch. Die Menschen wollen kein Außenseiter sein, die Menschen wollen in der Herde funktionieren, die meisten zumindest. Und deswegen funktioniert das. Das funktioniert wunderbar da draußen. Keiner traut sich, den Mund aufzumachen. Und wenn ja, dann soziale Ächtung, finanzielle Probleme, Probleme am Arbeitsplatz und so weiter und so fort. Und es geht also wirklich reihe durch. Wie du sagst, die Kittung der Gesellschaft. Ich kenne da selber von einem Fall von einer Polizeibeamtin, die beim Weihnachtsfest, also beim katholischen, bei den katholischen Saturnalienfest, eine Bemerkung im Freundeskreis gemacht hat und aus dem Haus geflogen ist, bei den eigenen Onkel und Tanten. Welche Bemerkung hast du denn gemacht? Ja, über die Situation da draußen, wie viele Einsätze sie hat, wo sie mittlerweile allein hinfahren muss als weibliche Polizeibeamtin und so weiter. Und fand die Verwandtschaft dann so unpassend, dass sie die also quasi rauskomplimentiert haben. Das habe ich aus erster Hand. Ist jetzt wohl schon 2 Jahre her, aber also, das ist halt einfach eine Situation da draußen. Die Leute wollen halt einfach auch viele Wahrheiten gar nicht sehen, sondern solange der Fernseher nach Rosamunde Pilcher zeigt, ist doch alles soweit in Ordnung.
Dass du allein schon den Namen Rosamunde Pilcher kennst, ist ja schon schlimm. Ja, das ist von einem Bekannten von mir. Das war ein Scherz, Michael. Ich kenn ja, alles gut. Ich kenne den Namen auch. Man darf doch mal einen Scherz machen, oder? Ja, aber du hast ja im Grunde deiner Aussage, sprichst du mir ja aus dem Herzen und Viktor wahrscheinlich auch, hast du vollkommen recht mit deiner Analyse darin. Und das ist ja genau das, was wir probieren hier zu machen. Wir probieren die Leute ja auf eine Art und Weise wachzuschütteln und zu sagen von, es gibt mehr im Leben als das, was ihr seht, fühlt, riechen und ja, anfassen könnt. Ne? Also ja. Von daher sollten und wir uns mal... Also, ja, sorry. Ja, nee, sollten wir uns mal darauf konzentrieren, eben solche Ablenkungen, wie sie hier in diesem Teil des Absatzes geschrieben stehen, dass wir so etwas analysieren können. Ich meine, wir analysieren das jetzt hier in dieser Lesung, aber wir wollen den Leuten helfen, dass sie genau das, was hier der Autor sagt, der Leo Herbert Lehmann bereits in den 1940er Jahren sagt, was er hier sagt, dass wir das heute bitte schön erkennen, dass wir in der Zukunft nicht denselben Fehler machen, den wir damals gemacht haben. Ich meine, man sagt ja immer, Geschichte wiederholt sich selbst. Das ist ja alles ganz prima, weißt du, Michael? Aber wenn ich Geschichte nicht kenne, dann bin ich ja verdammt, sie zu wiederholen. Und wenn ich mich daran erinnere, wie die Welt aussah in den 70er Jahren, da war ich noch ziemlich jung, ich bin 66 geboren, aber Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, wenn ich noch weiß, wie die Welt damals aussah, das war ja ein Paradies im Vergleich zu heute. Und wir sprechen über knapp 30, 35 Jahre vielleicht zurück, dass ich spreche von der Zeit. Ja, aber deswegen funktionieren die Sachen ja heutzutage, weil die Generation das wieder vergessen hat. Das ist genauso, als wenn du den heutzutage Musikstück aufwärmst und neu verpackst und neu eingesungen wird und die jungen Leute sagen, oh, das ist aber toll. Und das gab es dann halt eigentlich vor 30 Jahren schon mal. Und das ist auch einfach, dieses kollektive Gedächtnis funktioniert irgendwie nicht, weil das über die Generationen aufgrund der Familienentzweiung mittlerweile, wo es so viele Single-Haushalte gibt, Alleinstehende, Alleinerziehende und so weiter und so fort, einfach nicht mehr funktioniert, dass die Alten sagen, du pass mal auf, es ist nicht so, wie das dargestellt wird, das hatten wir schon mal. Diese Familienbande, dieses Weitergeben von Informationen und Altersweisheit funktioniert auf vielen Ebenen einfach nicht mehr. Meiner Meinung nach. Es war alles schon mal da. Ja, wenn man sich dann überlegt, mal zurückzugehen in die Zeit des sogenannten dunklen Mittelalters, wo Familie noch wirklich Familie war, wo für eine Familie auch noch eingestanden wurde und sowohl die Älteren für die Jungen einstanden, als auch die Jungen für die Älteren eingestanden sind. Und wenn die sich abends nach ihrer harten Arbeit zu Hause hingesetzt haben, dann haben sie sich Geschichten erzählt. Und was für Geschichten waren das wohl? Das waren die Geschichten, die Alten den Jungen erzählen konnten, weil so Geschichte überliefert wurde. Weil es gab kein Radio, es gab kein Fernsehen, es gab keine Bücher, die Leute konnten nicht lesen. Also die normalen Bürger, ja, die meisten normalen Bürger konnten nicht lesen. Es gab keine öffentlichen Schulen. Schulen waren nur für Privilegierte. Das waren nur Leute, die eventuell im Klerus waren oder die im Adel oder sonst wo waren. Die konnten gebildet sein, aber das normale Fußvolk nicht. Und das normale Fußvolk hat damals die Geschichte von Generation zu Generation übertragen. Und das ist natürlich etwas, was uns die letzten 100 Jahre, kann man beinahe sagen, 1918 Ende, zum Ersten Weltkrieg, was uns die letzten 75 Jahre auf jeden Fall, wenn nicht die letzten 100 Jahre, fehlt. Und das ist also ein Phänomen, das sich durch die letzten drei Generationen geschlichen hat, ohne dass die meisten es überhaupt noch erkennen. Und das Schlimme ist, dass die junge Generation von heute, also zum Beispiel mein Sohn, der jetzt 26 ist, wenn der sich vervielfältigt, wollte ich jetzt beinahe sagen, kopiert, ja. wenn der sich fortpflanzt, bei dem ist das dann ja noch schlimmer. Der ist ja schon in einer Welt aufgewachsen, wo ich ihm damals die ganzen Dinge auch nicht gezeigt habe, weil ich es damals auch nicht wusste, als er aufgewachsen wurde. Vor der Generation, die da kommt, die jetzt als Kinder heranwachsen, vor denen, muss ich ganz ehrlich sagen, könnte ich Angst haben, wenn ich nicht Jesus Christus hätte. Ja, und das siehst du ja jetzt an den Auswüchsen, die 68er Generation mit Flower Power und LSD in the Sky, Lucy in the Sky with Diamonds von den Beatles, die ist ja jetzt sozusagen am Ruder und die Auswüchse ihrer nebulösen Fantasien macht kaputt, was euch kaputt macht, so nach dem Motto. Die sehen wir ja jetzt heutzutage, indem halt einfach nur
ja, eine Ideologie vertreten wird, aber jetzt gar nicht eigentlich christlich oder demokratisch entschieden wird. Ja, stimmt. Die 68er, der Jahrgang der 68er, das sind diejenigen, die heute sagen, wir sind diejenigen, vor denen unsere Eltern uns damals gewarnt haben. Genau, genau. Aber jetzt spannen den Bogen mal weiter. Die Leute, die 68er waren, die 68 studiert haben, die haben sich irgendwann 1980 rum weiter fortgepflanzt, 85, 90. Die Zeiten werden ja nicht besser, sondern die Zeiten werden halt immer freizügiger, immer moralbefreiter, immer ethisch, die ethischen Grenzen werden nach oben geschoben, Klonen, Genforschung und so weiter, genmanipulierte Sachen und. Ja, Zusätze in den Nahrungsstoffen. Ein Fass ohne Boden, Michael. Ein Fass ohne Boden, genau. Und deswegen dreht sich die Spirale immer weiter, bis irgendwann mal jemand den Stock in die Speichen steckt. Aber das kann halt noch dauern. Und dann wird wahrscheinlich man kann jetzt im Augenblick sagen, der Frosch im Wasser wird immer weiter erhitzt, bis es zu spät ist. Aber ich denke, irgendwann kommt wirklich der Punkt, wo halt viele halt über Bord gehen müssen, weil es halt einfach dann für die quasi keine Möglichkeit mehr gibt, selber auf diesem Weg zurückzukommen. Und das macht mir halt so, und das macht mich traurig, wenn ich jetzt an das Schicksal der heutigen Kinder und deren Kinder denke, wo wir dann keinen Einfluss mehr drauf haben. Deswegen hoffe ich ja und glaube ich auch, dass die Sachen, die wir besprechen, im Rahmen der Bibelstudien, im Rahmen der Literaturbesprechungen, dass die halt einfach Jahrzehnte überdauern und dass wir unser Wissen von heute verlustfrei noch weiteren Generationen weitergeben können, damit wenigstens einige von denen weiterhin auch ihr Gehirn benutzen und nicht einfach nur ihr Gehirn besitzen. Ja, die Frage ist, ob man in 50 Jahren noch USB-Sticks gebrauchen kann, mit denen man heute diese Daten noch speichern kann. Und ob die so lange draufbleiben. Aber ich fand das interessant, als du gesprochen hast von, da muss mal einer kommen, der einen Stock in die Speichen steckt. Ja, wir wissen ja nun alle hier, die wir in diesem Telefongespräch versammelt, wer der Einzige ist, der da kommen wird und einen Stock in die Speichen dieser, ich sag jetzt mal, anstatt es vom Fahrrad auf die Speichen zu übertragen, auf die Uhr nimmt, der die Zeiger der Großvateruhr anhalten wird auf einmal. Unser Herr Jesus Christus bei seiner Wiederkunft. Darauf hoffen wir und dafür beten wir alle Tage. Genauso wie damals die ersten Christen im Römischen Reich dafür gebetet haben, dass die Cäsaren doch bitte ein langes, langes Leben haben sollen. Die Christen, die damals verfolgt wurden, die als lebende Fackeln aufgehangen wurden in den Straßen von Rom und überall, wo sie verfolgt wurden, die den wilden Tieren lebendig zum Fraß vorgeworfen wurden, denen lebendig die Haut abgezogen wurde, wo die Kinder mit dem Kopf an die Mauer geschlagen wurde, um diese Brut auszurotten, die Verfolgung der 10 Jahre zwischen 303 und 313 mal eben außer Acht gelassen, schon viel früher, in der Zeit der Apostel, die erste Juden- und Christenverfolgung in der Zeit. Damals haben die Christen gebetet zum Gott der Bibel, dass er doch bitte das Herrschertum der Cäsaren verlängern möchte. Wisst ihr warum? Weil die ganz genau die Prophezeiung von Daniel verstanden hatten und vor allem die Prophezeiung von Paulus verstanden hatten, der im 2. Thessaloniker Kapitel 2, Vers 7 gesagt hat, dass das, wie nennt sich das jetzt noch? Jetzt muss ich das wirklich nachsuchen. Ich komme nicht auf das genaue Zitat. The mystery of iniquity doth already work, ist es in Englisch. Aber ja, man muss das natürlich dann auch mal in Deutsch sagen können. Also 2. Thessaloniker 2, Heiliger Geist, hilf mir das hier gleich aufzuschlagen, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und die Christen damals wussten, dass der jetzt zurückhält, der Cäsar ist. Und wenn der Cäsar weg ist, dann kommt der Antichrist. Und dann wird alles noch so viel schlimmer, als es das jetzt schon ist. Und deswegen haben sie dafür gebetet. Und das saug ich mir nicht mal so eben aus den Daumen. Wer dazu gerne die Referenz haben möchte, den lade ich herzlich ein zu meiner Lesung Romanismus und die Reformation, weil in dem Buch von Henry Gretton Guinness gibt er mit Quellenangabe an, wo das herkommt. Und er gibt sogar das Gebet an sich an. Wunderbare Stelle.
Damals haben die Leute noch gewusst, wer ihr Feind ist. Und heute wissen wir das nicht mehr. Und weil wir nicht mehr wissen, wer unser Feind ist, was machen wir denn dann? Dann passiert genau das, was hier steht. Wir wenden uns unseren eigenen Leuten entgegen. Deutschland, die oder eine der Wiegen der Reformation, wird gegen sich selber gewandt. Und eine neue Politik, die sich als nationale Bewegung tarnt, der wird wieder zugelaufen, wie heutzutage die AfD. Wie gesagt, ich habe nichts gegen die AfD persönlich, aber es ist nun mal, die spielt nun mal eben diese Rolle. Und wir sehen nicht, wie wir damit in unser eigenes Verderben laufen, anstatt uns an die Bibel zu halten, anstatt uns an göttliche Vorsehung zu wenden und an Jesus Christus zu wenden, der sagt, nimm dein Kreuz auf und folge mir. Niemand? Jetzt haben wir eine kreative Pause. Ich dachte, dass einer von euch vielleicht mal was sagen wollte. Ja, also mir fällt da wieder so die Großvatersuhr ein, ne? Und wenn man jetzt, ja, jetzt für Deutschland, also jetzt von meinem Volk spricht, dann hat man hier so eine riesengroße Großvatersuhr aufgebaut, ne? Ja, nicht nur in Deutschland, die Uhr hat ja und weltweit genau, stehen, ist, ne? Das ist mittlerweile weltweit und ja, wenn ich jetzt mal nur für Europa mal jetzt spreche, dann gehe ich mal davon aus, dass Deutschland auch wieder so eine gewisse Vorreiterrolle einnehmen wird. Und wenn wir jetzt, ja, über was du sagtest kurz, da AfD, wenn wir das Thema dann weiterspinnen und dann jetzt natürlich auch den Bezug sehen auf das aktuelle Kapitel, wie sich vor ungefähr, ich weiß nicht, 80 Jahren ja, die Geschichte quasi schon mal zugetragen hat oder in ähnlicher Weise, zumindest wissen wir jetzt ja nicht, ich kann jetzt nicht in die Zukunft blicken, wie sich das entwickeln wird, aber es ist ja zumindest in gewissen Tendenzen abzusehen und so gesehen, wie sich damals ja auch um das Dritte Reich herum, sage ich jetzt mal, also die Nachbarländer ja auch mit infiziert worden von diesem Nationalismus beziehungsweise Faschismus. Und wenn jetzt wieder in Zukunft eine, oder zumindest ist das so mein Eindruck, wenn in Zukunft wieder eine Strömung hervorkommt, dann wird wohl Deutschland erstmal die Vorreiterrolle einnehmen. Ja, das ist eben der Punkt der sich wiederholenden Geschichte. Nur es wiederholt sich natürlich nicht exakt auf dieselbe Art und Weise, sondern das, was damals passiert ist, setzt sich heute eine andere Maske auf, um eben nicht wieder so schnell wiedererkannt zu werden. Ist ja wohl irgendwo logisch. Und ich sage auch gar nicht, dass es jetzt die AfD ist, die da in Deutschland die große Gefahr ist. Kann genauso gut die linke Gegenbewegung sein. Und da kommt wieder dann die Großvateruhr ins Bild, Viktor, die du gerade angesprochen hast. Das Pendel schlägt aus, von rechts nach links und von links nach rechts. Und wieder von rechts nach links und wieder von links nach rechts. Das ist eben genau der Punkt. Es spielt keine Rolle, ob es dann jetzt in 2018 oder 2020 die AfD ist oder ob es noch eine andere, was weiß ich, Bewegung ist von Antifa oder Pegida oder was weiß ich für welche Gutmenschen, die alle für auf die Straße gehen. Gutmenschen, da haben wir es wieder. Das spielt im Grunde gar keine Rolle. Nur wenn man die Geschichte kennt, dann hat man auch die Möglichkeit, um diese Sache überhaupt zu erkennen. Dann hat man die Möglichkeit zu erkennen, wie der Jepping in seinem Artikel sagte, dass der Rest ist alles nur Theater. Das müssen wir erkennen. Und da soll diese Buchlesung zu dienen, die wir natürlich jetzt hier in diesem Moment abschließen, weil wir haben jetzt bereits eine Stunde, glaube ich, erreicht in unserer Lesung, wenn ich mich nicht irre, wenn ich gut auf die Uhr geguckt habe. Ja, 52 Minuten. Ich kann ja eben noch ein bisschen fortlesen, wenn ihr das wollt. Oder wollen wir das hier zum Abschluss bringen für heute? Was meint ihr? Du kannst gerne lesen. Wir hören gerne zu. Ja, ich kann es noch vielleicht das nächste Zitat noch mit einbinden. Ja, also wir hatten jetzt ja eben gerade hier diesen Absatz gelesen, der hier in Blau hinterlegt ist. Und dann sagt der Autor weiterhin, man sieht also, warum die Abschaffung der katholischen Parteien vor Hitler in Deutschland die Zustimmung der Bewegung für den katholischen Wiederaufbau zur Folge hatte. Lesen wir dazu, was Gonzaga de Reynolds, den wir ja früher schon zitiert hatten in diesem Buch, zu diesem Punkt zu sagen hat. Zitat: Die Zentrumspartei, die Hitler mit aller Macht bekämpfte, wurde zum Selbstmord gezwungen.
Aber es war eine Partei, die bereits Anzeichen von Verfall gezeigt hatte, die viele Fehler gemacht hatte und denen die jungen Leute den Rücken gekehrt hatten. Die Nachricht, dass sie bald ohne eigene Parteipolitik an einer echten katholischen Aktion teilnehmen könnten, erregte große Begeisterung. Tja. Tapasorsi hat in seinem Buch Herrscher des Bösen, das ich euch zusammen als Zusammenfassung ja auf meinem Kanal stehen habe, auf beiden Kanälen stehen habe, der formuliert es in seinem Buch Herrscher des Bösen treffend, als er sagte, dass man eine Deckung aufgeben muss, um eine andere zu tarnen. Blown cover as cover nannte er das im Englischen. Eine Deckung aufgeben, um eine andere zu tarnen. Die Nachricht, dass sie bald ohne eigene Parteipolitik an einer echten katholischen Aktion teilnehmen können, erregt große Begeisterung. Also Parteipolitik aufgeben und katholische Aktion da reingehen. Das eine in die Luft blasen, um das andere aufzurichten. Nun aus demselben Grunde erklärte auch die Rex-Partei in Belgien, direkte Nachkommen der katholischen Aktion, Zitat, alle katholischen Parteien sind das Ergebnis einer historischen Situation und haben Vor- und Nachteile für die Kirche. Ja, weil eben in diesen Parteien eben auch viele Liberale damit bei sind. Das sind eben zum Beispiel die Nachteile daran. Wenn diese historischen Situationen nicht mehr existieren, verlieren die katholischen Parteien ihre Daseinsberechtigung. Dies gilt auch für die katholische Partei in Belgien. Bisher gab es unterschiedliche Meinungen über ihre Nützlichkeit und ihr Existenzrecht. Heute sind sie Anachronismen, also obsolet, überflüssig. Ebenso wie die Zentrumpartei in Deutschland und die Partita Popolare, die Volkspartei in Italien, die damals von Don Sturzo geleitet wurde. Die katholische Partei, fährt das Zitat fort, hat die neue historische Mission nicht verstanden. Die konfessionelle Bewegung hat sich nicht in eine nationale Bewegung verwandelt. Wegen dieser Mängel mussten sie wie alle anderen Parteien verschwinden. Die Rex-Partei wird nun die Verteidigung der katholischen und kirchlichen Interessen übernehmen. Sie will nicht nur die Kirche verteidigen, sondern auch die gesamte religiöse Frage aus der Politik nehmen. Dies wird durch die verfassungsmäßige Garantie der Rechte der katholischen Kirche und durch die Ausarbeitung eines Konkordats zur Regelung der Beziehungen zwischen Staat und Kirche geschehen. Ja, das ist doch mal ein interessanter Satz. Deswegen habe ich hier auch einen Kommentar zu geschrieben, der lautet: Hier mit dieser Aussage wird versucht, Staat und Kirche zusammenzuschmelzen. Das ist die AWO, die alte Weltordnung. Als der Papst völlig souverän die Könige von Europa regiert hat. Ja, genau darum geht es hier. Die Rex-Partei wird nun die Verteidigung der katholischen und kirchlichen Interessen übernehmen. Also wenn eine politische Partei die Interessen der katholischen Kirche vertritt, dann haben wir eine Zusammenschmelzung von Politik und Kirche. Die Rex-Partei will nicht nur die Kirche verteidigen, sondern auch die gesamte religiöse Frage aus der Politik nehmen. Mit anderen Worten, Politik und Religion werden auf eine derartige Weise verschmolzen, dass man am Schluss nur noch von Religion und nicht mehr von Politik spricht. Dies wird durch die verfassungsmäßige Garantie der Rechte der katholischen Kirche und durch die Ausarbeitung eines Konkordats zur Regelung der Beziehungen zwischen Staat und Kirche geschehen. Ein Konkordat in Deutschland gab es ja 20. Juli 1933. Davor gab es Konkordate zwischen einigen Freistaaten oder Bundesländern oder Ländereien damals, aber damals gab es noch keine Bundesländer, wie zum Beispiel es gab ein bayerisches Konkordat in den 20er Jahren und so weiter. Aber 1933, am 20. Juli, gab es ein nationales Konkordat zwischen der nationalsozialistischen deutschen Regierung und dem Vatikan. Ja, so soll es nach dieser neuen katholischen Politik keine Trennung zwischen katholischer Aktion und dem faschistischen Vorstoß für die Errichtung ihrer neuen Ordnung in Europa geben. Der Rex-Partei wurde die Aufgabe übertragen, die Beziehungen zwischen der katholischen Kirche und dem faschistischen Staat in Belgien durch ein Konkordat zu regeln,
wie es in Deutschland durch Franz von Papen und dem jetzigen Antichrist Papst Pius XII., dem damaligen päpstlichen Nuntius in Deutschland, geschah. Diese neue historische Mission der Kirche von Rom, die durch den Lateranpakt und das Konkordat von 1929 zwischen dem Vatikan und dem faschistischen Italien initiiert wurde, fordert eine Zusammenarbeit mit den faschistischen Diktatoren, ungehindert der Fragen oder Einmischung der Bevölkerung oder des unteren Klerus. Also eine pure Entscheidung, die in den oberen Hierarchien bei den sogenannten Eliten getroffen wird. Wovon hatte denn gerade der Jepping in seinem Artikel von Van Rompuy darüber gesprochen? Über die Eliten? Genau darüber geht es, dass die hier in ihrer Zusammenarbeit mit faschistischen damals oder mit welchen Diktatoren auch heutzutage immer ungehindert, ohne Fragen und Einmischung der Bevölkerung oder des unteren, also des nicht in der Hierarchie einbezogenen Klerus machen können. Die liberalen Prinzipien und die Volksfreiheit müssen in der Kirche wie im Staat vollständig niedergeschlagen werden. Also keine Kompromisse mehr. Das, was man uns als fundamentalistischen Christen vorwirft, das wird im Grunde hier volksweit, nationweit gefordert. Keine Kompromisse mehr, nur noch absoluter Gehorsam, wie wir ihn kennen, Kadavergehorsam, gegenüber der Regierung und das natürlich gleich gegenüber der Kirche, da Kirche und Staat verschmolzen sind. Alle liberalen Prinzipien und die Volksfreiheit müssen sowohl in der Kirche als auch im Staat vollständig niedergeschlagen werden. Es darf keinen Widerstand mehr gegen diese Führung geben. Und das ist genau der Grund, weshalb Hitler damals im Dritten Reich gegen die Liberalen in der Kirche vorgegangen ist und gegen die Liberalen in der Politik vorgegangen ist. Es gab nur noch zwei Standpunkte, ja oder nein. Nur bei mir gibt es auch nur zwei Standpunkte. Ja oder Nein, Wahrheit oder Lüge, Weiß oder Schwarz. Nur, meine Standpunkte sind nicht in dieses Buch einbezogen und sind nicht in diese Politik einbezogen, die Politik des Antichristen auf dieser Welt, sondern meine Standpunkte Weiß oder Schwarz, Ja oder Nein, Lüge oder Wahrheit, oder Wahrheit oder Lüge, sind einbezogen in die Bibel. Die Bibel ist für mich das, wo man nur fundamentalistisch drüber sein kann. Das ist meine Einstellung und ich weiß, das ist die Einstellung von Michael und das ist die Einstellung von Victor. Sonst wären sie nämlich beide nicht hier und würden sich das nicht anhören und würden mir mit diesen Lesungen hier nicht zustimmen. Die Bibel und die Bibel alleine. Und hier sehen wir, wie die Völker dazu gebracht werden, sich auf die eine oder auf die andere Seite zu schlagen. Und wenn man jetzt also diese ganzen liberalen Elemente ausgelöscht hat, dann hat man nur noch rechts und links. Ja, und dann denken wir doch mal eben wieder an das Pendel der Großvateruhr, das dann von rechts nach links schlägt. Ja? Das ist genau das, worauf der Autor hier hinaus will. Die liberalen Prinzipien und die Volksfreiheit müssen in der Kirche wie im Staat vollständig niedergeschlagen werden. Kein Widerspruch gegenüber dem ultramontanen Führungsanspruch des Papstes, des Antichristen. Und damit möchte ich meine Lesung für heute beenden und möchte mich gerne noch an Michael und an Victor wenden für ihre eventuellen Schlussworte über den Rest der Lesung, die ich gerade machte. Ja, traditionell fange ich dann mal wieder an, glaube ich, weil ich im Alphabet vorher komme. Doch, weil ich dein Bild hier auch einblende. Ich lese gerade von meinem Zettel ab, deswegen ist mir gar nicht aufgefallen. Ich hätte eine Bemerkung zu Belgien. Und zwar ist Belgien steht für mich im Verdacht, ja, nicht nur ein Jesuitenstaat zu sein, sondern halt eine Experimentieroase sozusagen. Denn wir haben in Belgien zum einen haben wir eine parlamentarische Demokratie, zum anderen haben wir in Belgien aber auch eine Monarchie, also einen König. Und zum zweiten ist in Belgien für mich ein Kunststaat, weil er mehrere
Gebiete umschließt. Also einmal einen deutschsprachigen Teil, einen niederländischsprachigen Teil und einen französischsprachigen Teil. Und damit haben wir, wenn wir berücksichtigen, dass Belgien ja schon Gründungsmitglied der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der EU ist, haben wir ja einen richtigen Vielvölkerstaat schon, den, wobei gar nicht mehr eine gewisse Nationalität überhaupt gar nicht mehr entzweien müssen, weil die meiner Meinung nach in Belgien so schwierig besteht. Belgien war ja mehrfach besetzt durch die Deutschen, dann wieder Franzosen, dann sind die Amerikaner da durchgerauscht und so weiter und so fort. Also die Leute da in gewissen Gegenden von Belgien, speziell in Ardennen, können einem ja dann auch wiederum nur leid tun. Und meiner Meinung nach ist es für mich ein Experimentierfeld, zu schauen, wie es halt einfach funktioniert oder dann den Leuten auch zu sagen, guck mal hier, was habt ihr euch denn? Gebt doch eure nationale Souveränität auf. In Belgien hat das auch funktioniert. In Belgien leben auch ganz viele Menschen unterschiedlicher Couleur, unterschiedlicher Sprache zusammen. Und deswegen mein Kommentar dazu, dass Belgien eigentlich heutzutage schon eine Art von Multikulti-Staat ist. Wenn vielleicht nicht so ganz stark ausgeprägt wie das, was uns noch bevorsteht. Aber halt für mich ist das schon eine Experimentierfläche. Ein kleines Beispiel für das, was aus der Europäischen Union werden soll? Durchaus, ja. Darauf läuft es hinaus, was du gerade sagst, ne? Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Gute Bemerkung. Und Viktor, hast du noch was zum Abschluss beizubringen? Ja, also es war jetzt nochmal gerade ein ganz interessanter Punkt zuletzt von Michael. Fand ich auch, ja. Ja, doch, hat das nochmal so ganz gut getroffen, den Punkt. Könnte ich jetzt weiter gar nichts zu hinzufügen und freue mich dann jetzt noch auf den letzten Teil dann wahrscheinlich der kommenden, des Kapitels, also sprich die kommende Lesung. Wird dann vielleicht auch dieses Kapitel dann abschließen und dann, ja, freue ich mich dann auf jeden Fall sehr, sehr doll auf dann Kapitel 12, denn da werden wir nochmal über einige Dinge sprechen und erwähnen. Das wird sehr, sehr interessant. Also, bis nächstes Mal. Tschüss. Ja, da stimme ich dir zu, Viktor. Und tschüss, das sage ich auch unseren Zuhörern und Zuschauern dieses Videos heute. Ich hoffe, dass ihr davon genossen habt, auch wenn es wieder nicht allzu viel wirkliche Lesung gab, aber sehr viel Kommentare und Diskussion. Aber eine solche Lesung setzt eben auch zur Diskussion an. Und das Schöne an der Diskussion, die wir hier haben, oder an der Debatte, die wir hier haben, ist ja, dass wir alle dieselbe Basis haben. Das ist sehr, sehr wichtig, wenn man diskutiert mit jemandem. Es kann nicht sein, dass man auf verschiedenen Fundamenten baut, wenn man zusammen diskutieren will. Eine Diskussion oder eine Debatte muss immer etwas Fruchtbares bringen. Und sie kann nur fruchtbar sein, wenn man das auf derselben Basis fundiert. Und wir haben als Basis die Bibel. Und da möchten wir euch unter anderem mit dieser Lesung auch zubringen, dass ihr versteht, dass dadurch, dass wir euch hier durch dieses Lesen dieses Buches, das in den 1940er Jahren veröffentlicht wurde, und dass uns eine Geschichte, oder besser gesagt, dass uns die Geschichte so erzählt, wie sie uns sonst in dem System, in dem wir groß geworden sind, nie erzählt wurde, dass wir die Geschichte auf einmal so verstehen, dass wir uns dann endlich mal dahin wenden können und das erkennen können, was wirklich wichtig ist. Nicht, wie Michael gesagt hat, immer das neueste Auto fahren und den besten Job haben und den größten Fernseher haben und was weiß ich nicht, welche materiellen Dinge alle mal da sind, sondern dass wir uns darauf besinnen, weshalb wir überhaupt in diesem Leben sind und dass wir uns darauf besinnen, wo wir herkommen, warum wir hier sind und wohin wir gehen. Und die Antworten dafür stehen in der Bibel. Und dass wir durch das Studium dieser Geschichte dahin geführt werden, wo Martin Luther das deutsche Volk mit der Übersetzung der Bibel 1520 hat führen wollen. Nämlich in die Wahrheit, die einzige Wahrheit, die Gottes Wort ist. Und damit schließe ich für heute ab. Maranatha.